Skybell. Skybell ist eine multifunktionale Türklingel für euer Smartphone. Das Gerät wird dort installiert, wo normalerweise eine gewöhnliche Klingel hängt und anschließend über Wi-Fi mit eurem Smartphone oder Tablet verbunden. Skybell hat eine integrierte Kamera und einen Bewegungssensor, um eure Besucher anzuzeigen. Sie benachrichtigt euch außerdem, wenn sich jemand eurem Haus oder eurer Wohnung nähert. Für die Nacht ist das Gerät sogar mit einem Infrarotsensor ausgestattet. Klingelt jemand, dann wird der Anruf über die mobile App übertragen, sodass ihr mit euren Gästen reden oder den Sound ausstellen könnt, wenn ihr nicht gestört werden wollt. Skybell kann auch als Türspion und als Überwachungssystem dienen. Es ist mit dem elektronischen System eures Hauses verbunden, sodass ihr euch keine Sorgen um die Batterien machen müsst. Die Hülle besteht aus Kunststoff, um die Störung mit Wi-Fi-Signalen zu verhindern. Der Kunststoff selbst ist UV- und rostresistent. Skybell kostet $199. Das Flipphone. Das außergewöhnliche Konzept vom Designer Christian Larsen hat drei Touchscreens in Form eines Dreiecks. Flexible Super AMOLED Displays sind durch Gorilla Glas geschützt. Die Seiten des Aluminiumrahmens werden durch farbige LED-Linien beleuchtet. Die drei Bildschirme geben mehr Möglichkeiten als ein gewöhnliches Telefon. Das ist besonders praktisch, wenn ihr mit Dateien, Bildern, Grafiken, Texteditoren und Büchern und so weiter arbeitet. Die Tastatur befindet sich auf der Rückseite auf eines der drei Teilen des Flipphones. Hinzu kommt, dass die Konstruktion das Telefon selbst zu einem Dock macht, wenn ihr beispielsweise Videos filmt, Fotos aufnehmt oder es als Wecker nutzt. Spray Printer. Seit den letzten Jahren gilt Graffiti nicht mehr als Vandalismus und ist zu einer Kunstform geworden. Mit den Sprühfarben etwas Wunderschönes zu kreieren ist nicht einfach und dauert nicht nur viel Zeit, sondern setzt auch jede Menge Talent voraus. Ein Startup in Estland begann daher Spray Printer zu entwickeln. Ein Gerät, das euch dabei hilft, ein eindrucksvolles Graffiti zu kreieren. Mit Hilfe der App verwandelt das Gadget jedes Foto in eine Reihe von Pixeln, die mit einem Farbballon leicht zu drucken sind. Spray Printer besteht aus zwei Hauptteilen.
dem Druckermodul, das mit einem Farbballon verbunden ist, und dem Kameramodul für euer Smartphone. Das Gerät wird an der Sprühdose befestigt und setzt mit Hilfe der App die exakte Menge an Farbe an einem bestimmten Punkt der Leinwand frei. Auf diese Weise erhaltet ihr ein Pixelbild, selbst wenn ihr vorher noch nie eine Sprühdose verwendet habt. Ihr könnt eure Zeichnungen hochladen und zwei Ballons gleichzeitig verwenden. Die Idee ist ziemlich interessant, aber der Preis von $200 macht niemanden allzu glücklich. Dazu kommt, dass ihr nur eine von den Entwicklern angebotene Spezialfarbe nutzen könnt. Carlaudi. Die Zukunft ist hier. Das wisst ihr sofort, wenn ihr den Carlaudi Navigator seht. Das Gerät ist sehr besonders. Es kann in nur wenigen Sekunden, nachdem es auf ein Auto gesetzt wurde, alle Informationen vor euch auf der Windschutzscheibe anzeigen. Carlaudi kann mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät Daten austauschen und die Informationen an der Windschutzscheibe sind immer klar sichtbar, egal ob am Tag oder in der Nacht. Das System ist vollkommen sprachgesteuert, um eure Hände freizuhalten. Anders als andere Navigationsgeräte kommandiert euch Carlaudi nicht mit einer merkwürdigen künstlichen Stimme herum, sondern lässt euch die Befehle geben. Das kompakte Gerät passt zu jedem Armaturenbrett, ohne euch dabei die Sicht zu versperren. SkinTrack. Eine Gruppe von Entwicklern des Carnegie Mellon University hat eine Technologie entwickelt, um eine Smartwatch zu steuern, ohne einen Touchscreen oder Buttons zu nutzen. SkinTrack erfasst über Elektroden, die im Armband.io integriert sind, und einen speziellen Ring, Berührung der Haut. Auf diese Weise können Interaktionen auch außerhalb der kleinen Uhrenoberfläche an eurem Handgelenk ausgeführt werden. Die Forscher fanden heraus, dass sie mit 99%iger Sicherheit feststellen können, wann die Finger die Haut berühren. Die Steuerung wird keine Probleme verursachen, selbst nicht, wenn ihr wählt, textet oder spielt. Die SkinTrack-Technologie ist eine Zwei-Komponenten-Lösung. Im Armband befinden sich vier Paar Elektroden, die die Haut berühren, um die Position eures Fingers im 2D-Raum triangulieren. Die zweite Komponente ist der Ring, die ein energiearmes, hochfrequentes Signal durch die Haut schickt. Die Frequenz ist festgelegt, sodass sie nicht mit dem Tracking-System interferiert. Laut den Entwicklern wird der Preis nicht allzu hoch sein und SkinTrack sollte die Batterie eurer Uhr nicht zu schnell entladen.